Körperfunktionen sind in der Werbung durchaus ein Thema. Denken Sie an die Werbung für diesen digitalen Schwangerschaftstest, Clear Blue. Entdecken Sie die größte technische Innovation, auf die ein Urinstrahl treffen kann. Viagra hat auch einen neuen Werbeslogan. Wir stellen die Weichen. Das ist aber wahrscheinlich ein Gag. Gab ja schon immer sehr schöne Werbeparodien. Die Älteren werden sich noch erinnern. Wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimm Klosterfrau Melisselgeist. Wer einmal nur die Woche kann und möchte gerne täglich, der wende sich an Neckermann. Denn Neckermann macht's möglich. Und wer es nur noch langsam kann und nicht mehr auf die Schnelle, der schreibe nicht an Neckermann, der wende sich an Quelle. Herrlich. Herrlich. Nur, meine Spezialität ist ja eher Nahrungsmittelwerbung. Da gibt es jetzt eine sehr schöne. Deine Zunge hängt den ganzen Tag nur rum. Dein Geschmackssinn findet alles sinnlos. Bring Aufregung in dein Leben mit Chio Chips Hot Pepperoni. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Chips sind ja eine höllische Erfindung. Schmecken super, machen dick. Und es macht so ein tolles Geräusch, wenn man sich auf eine Chipstüte setzt. Haben Sie das? Müssen Sie mal machen. Und anschließend müssen Sie nicht wegschmeißen, da können Sie noch einen Schnitzel mit panieren. Ich habe ja nie verstanden, warum Pringles seine Chips in diese Dosen verpackt. Sieht scheiße aus, macht kein schönes Geräusch, wenn man sich drauf sitzt. Und sie schmecken auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Firma, die diese Pringles-Dosen herstellt, eigentlich Tennisbälle verkaufen wollte. Wir hatten halt die Dosen und dann kam die Nachricht, der Tennisball-Lieferant ist pleite. Und dann hat der Praktikant vielleicht gesagt, ich kenne da einen Kartoffelbauern. Ja, wie es oft so zugeht. Ich denke mir auch oft aus Spaß Werbespots aus, zum Beispiel Weight Watchers hätte ich einen tollen. Ich sitze am Schreibtisch, dann kommt Jesus rein, also Schauspieler natürlich, ne, mit Lenden, Shorts, Sixpack und sagt, na? Und ich sage, hey Jesus, du hast ja total abgenommen. Ja, sagt er, ich schwimme jetzt. Und ich mache Weight Watchers. Kein Brot mehr, nur noch Lamm und Salat. 5 Kilo in 30 Tagen. Folget mir nach. Und dann Umschnitt auf eine riesige Menschenmenge, die singt, da sind wir dabei. Das wäre doch gut. Oder Möbelwerbung würde ich auch machen. 5 Stühle stehen im Kreis, 5 Schauspieler und Kalli Kallmund. Und die spielen dann Reise nach Jerusalem. Kalli gewinnt natürlich jede Runde. Jedes Mal geht sein Stuhl zu Bruch, nur in der letzten Runde nicht. Und dann sagt Kalli, das ist ein Stuhl, ohne Wenn und Aber, um das mal ganz klar zu sagen. Und dann nennt er die Firma. Ikea wird es natürlich nicht sein, aber... Also bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich finde das schon ein schöner Spot. Aber gut. Ich würde meine Lesungen so bewerben. Dunkle Gasse, eine Frau... stöckelt so lang, plötzlich tauchen 2 finstere Typen auf, bedrohen sie, sie zieht einen Revolver und erschießt die beiden. Bläst den Pulverdampf weg und sagt, ich lass mir doch Lippes Buch nicht klauen. Dann Standbild, so eine rote Schrift, so wie Blut, wo es so nach unten läuft und da steht dann Jürgen von der Lippe, echt zum Schießen.